Was bedeutet Advent? Für mich als Kirchenmusiker, da hat man im Advent die Primetime. Es gibt viel zu tun in der Kirchenmusik, in der Chormusik. Aber das ist in diesem Jahr ja doch wirklich anders, wenn die Gemeinde nicht singen darf. Und trotzdem kann man mit Freude dem begegnen, denn aus der Not versucht man auch da das Beste draus zu machen. Ich höre von vielen Kolleginnen und von Kollegen, dass neue Formate entwickelt werden, sowohl virtuell im Internet als auch real mit kleinen und kleinsten Chorgruppen. Und das erfüllt die Sängerinnen und Sänger und die können es im Gottesdienst darbringen und es erfüllt auch die Gottesdienstteilnehmerinnen und Teilnehmer. Advent, wir versuchen das Beste draus zu machen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Advent.